Andy Borgs oder Adolf Andreas Meyer beweist, dass das Leben niemals reibungslos verläuft. Geboren am 2. November 1960 in Floridsdorf, Wien, durchlief sein Leben bedeutende Höhen und Tiefen. Seit der Veröffentlichung seines Debütalbums Adios Amor im Jahr 1982 ist Andy Borgs zu einer Ikone der österreichischen Schlagermusikbranche geworden. Seine Karriere nahm Fahrt auf und 2006 wurde er als Nachfolger von Karl Moik für die Moderation der beliebten ORF-Sendung Musikantenstaat ausgewählt. Aber unter der auffälligen Fassade hat das Privatleben von Andy Borgs viele Schwierigkeiten und Traurigkeit erlebt. In seinem Privatleben stand Andy vor schwierigen Herausforderungen. Ruhm und beruflicher Druck haben manchmal dazu geführt, dass er die Balance zwischen Familie und Privatleben verloren hat. Darüber hinaus ist die Trauer über den Verlust der Familie oder der Gesundheit nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine schwierige Prüfung. Andy Borgs meisterte diese Schwierigkeiten mit Mühe und Geduld. Er suchte Unterstützung bei Familie, Freunden und Angehörigen, um die schwierigen Zeiten zu überstehen. Auf diese Weise überwand er nach und nach alle Hindernisse und ging seinen Weg weiter. Doch wie bei jedem anderen kann auch das Leben von Andy Borgs den Schmerz in der Liebe nicht vermeiden. Vielleicht erlebte er Enttäuschung und Kummer wegen gescheiterter Beziehungen. Dies kann negative Emotionen hervorrufen und dazu führen, dass sie über sich selbst nachdenken. Trotz aller Schwierigkeiten und Schmerzen versuchte Andy Borgs jedoch immer, sie zu überwinden und sich auf eine positivere Zukunft zu freuen. Er ist ein lebendiger Beweis für Geduld, Entschlossenheit und Mut, sich jeder Herausforderung des Lebens zu stellen. Im Laufe seines Lebens hat Andy Borgs viele Ereignisse erlebt, von großen Erfolgen bis hin zu herzzerreißenden Herausforderungen. Obwohl er in der Musikindustrie Ruhm und Anerkennung erlangt hat, verlief sein Privatleben nicht immer rosig. Neben dem Druck durch seine Karriere muss sich Andy Borgs auch mit Gefühlen der Traurigkeit und Leere in seinem Familienleben auseinandersetzen. Es könnte zu herzzerreißenden Verlusten oder problematischen Beziehungen kommen. Dies führt dazu, dass seine Stimmung häufig zwischen Freude und Traurigkeit schwankt. Darüber hinaus stellte die Krankheit auch eine große Herausforderung im Leben von Andy Borgs dar. Vielleicht hat er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihm persönlich oder denen seiner Angehörigen zu schaffen machen, was zu einer zusätzlichen psychischen und materiellen Belastung für ihn führt. Doch mit Geduld und Entschlossenheit meisterte Andy Borgs alle Schwierigkeiten. Er suchte Unterstützung bei Familie, Freunden und Fans, um die schwierigen Zeiten gemeinsam zu überstehen. Auf diese Weise ist er nicht nur ein hervorragender Sänger, sondern auch ein lebendiges Symbol für Mut und Ausdauer im Leben. Trotz der Traurigkeit und der Herausforderungen bleibt die Liebe von Andy Borgs die größte Quelle der Ermutigung und Stärke. Indem er an der Liebe und dem Glauben an sich selbst festhielt, überwand er alle Schwierigkeiten und ging seinen Weg voller Glauben und Hoffnung weiter. Andy Borgs hat im Leben viele Emotionen erlebt, von der Freude über Erfolg bis hin zur Traurigkeit über Misserfolg und Verlust. Aber das Wichtigste ist, wie er diesen Herausforderungen begegnete und versuchte, sie zu meistern. Im Laufe seiner Karriere hat Andy Borgs bedeutende Umwälzungen erlebt. Von den blühenden Zeiten mit populären Hits bis zu den schwierigen Zeiten, in denen seine Karriere auf Hindernisse stieß. Aber jedes Mal, wenn er auf Schwierigkeiten stieß, gab er sein Bestes und gab nie auf. Darüber hinaus kommt Andys Privatleben nicht ohne Traurigkeit und Herausforderungen aus. Manchmal beeinträchtigte der Arbeitsdruck seine Beziehungen und verursachte Konflikte und Spannungen. Er versucht jedoch stets, in jeder Situation Liebe und Loyalität zu bewahren. Wie viele andere Menschen musste auch Andy Borgs Liebeskummer durchleben. Vielleicht musste er den Schmerz durch das Scheitern der Beziehung, durch Missverständnisse und ungelöste Differenzen ertragen. Aber egal, auf welche Schwierigkeiten er stieß, er versuchte immer, einen Weg zu finden, sich zu erholen und weiterhin kraftvoll zu leben. Letztlich waren die Dinge, die Andy Borgs immer ein schlechtes Gewissen machten, die Zeiten, in denen er nicht alles zusammenhalten konnte. Es gab Zeiten, in denen er sich angesichts der Herausforderungen des Lebens schwach und hilflos fühlte. Wichtig ist jedoch, dass er gelernt hat, diese Emotionen zu akzeptieren und zu überwinden, stärker für
Fragen. Ups, viel Zeit haben wir leider nicht mehr. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Chat finde. Oh, da sind ganz viele Fragen schon aufgelaufen. Gut. Ich schreibe mal meine Mail noch rein. So, das ist meine. So, jetzt haben wir hier eine Frage. Ich fange mal hinten an. Kein Volk, keine Nation, also keine lebendige Kultur als Grundlage. Nun, die lebendige Kultur des Idu ist die Kultur der europäischen Völker, um es mal ganz kurz zu sagen. Darauf basiert ja unsere Sprache. Das Idu bringt ja sozusagen, zieht ja nur die Sprachen zusammen und versucht, die Grammatik zu verallgemeinern, sodass es für jeden zugänglich ist. Insofern würde ich das jetzt nicht so sehen. Ja, noch andere Fragen. Was ist Ido? Na gut, das habe ich hoffentlich beantwortet. Sie können auch als Esperanto-Sprecher, ich bin ja selber Esperantist, in aller Regel, Sie haben ja gemerkt, es gibt ein paar Unterschiede in den Endungen und bei den Personalpronomen, aber ob Sie nun me oder mi sagen, also ich in der Form des Ido oder ich in der Form des Esperanto, fällt in aller Regel nicht auf. Insofern kann man sich eigentlich gut verständigen. Die Sprachen sind doch in vielen Fällen ähnlich. Noch mit dem Ziel, ja, andere Fragen? Gerne auch in anderen Sprachen. Also des Englischen bin ich auch mächtig. Auch auf Esperanto kann man Fragen stellen. Gut. Wie kann man die Dokumente bekommen? Also ich habe ja, wie gesagt, gerade meine Mail. Einfach mir per E-Mail schreiben, beziehungsweise dann schicke ich das PDF. Da sind ja die Links dabei. Ja, ansonsten gibt es, also die wichtige Seite ist hier idolingvo.de. Da gibt es also die sozusagen, das ist sozusagen der Link der Deutschen IDO-Gesellschaft. So. Ja, das wäre sozusagen die allererste Anlaufstelle. Gut, ja, gerne. Jetzt. Bitte schön. Ja, leider, online ist ein bisschen limitiert, zumal man dann nicht miteinander sprechen kann. Aber so ist es im Moment leider.